Erklärung ist es so, dass ich zwar aus Berlin zurückkehrend im letzten Jahr meine süddeutsche Sprachfärbung wieder ausgegraben habe. Unter anderen Umständen spreche ich ganz Hochdeutsch, denn meine Eltern, ich habe einen Migrationshintergrund, meine Eltern waren Berliner, die es durch den Krieg und auch durch die Geschichte des Nationalsozialismus speziell hierher verschlagen hatte. Und ich bin dann in Baden-Württemberg aufgewachsen und war über 40 Jahre, ich bin heute 66, außer Landes und bin also, was man eine Remigrantin nennt. Und das ist natürlich interessant, auch jetzt das Land, das ich 1965 als Abiturientin verlassen habe. Es war mir damals aus Pforzheim kommend nicht vorstellbar, in Tübingen zu studieren. Tübingen war damals, atmete für mich noch viel zu viel Enge. Ich musste unbedingt irgendwo anders hin und bin dann allerdings doch nur in Köln gelandet. Aber auch das war gemessen an dem damaligen Freiheitsdrang ein jedenfalls nicht Tübingen, ja, und auch nicht Heidelberg. Womit wir schon einen kleinen Ausblick haben in die Geschichte jener Phase meiner politischen Generation, die ja viele Brechungen hatte, auch viele Phasen, in denen ihr Verhältnis zur Demokratie als repräsentative Demokratie nicht sehr gefestigt war. Und in ihrem Band taucht ja auch in der neueren Geschichte zum Beispiel das Thema RAF auf. Ich finde das sehr wichtig, dass eben auch diese Brüche und Gefährdungen der Demokratie immer wieder von verschiedenen Seiten her abgebildet sind. Also Baden-Württemberg eben auch mit diesen Risiken, die also Entwicklung und Entwicklung hin zu Freiheit und Demokratie oder Liberalität immer ausgesetzt ist. Und das haben Sie ja über die verschiedenen Phasen für mich als Kind von eigentlich auch nicht im Hohen Asberg, aber in den Moorlagern von Emsland internierten Eltern ist es auch wichtig, dass diese ganze Geschichte Holocaust, Gurs und so weiter abgebildet ist und wir eben nie von einem Land, einem so schönen Land wie unserem, nur eine idyllische, pittoreske, sondern auch eine wahre, mit den Brüchen versehene Geschichte zeichnen. Und ich denke, das leistet dieser Band und Jubiläen sollten auch so sein, dass sie also nicht im Kitsch, auch nicht im historischen Kitsch verharren. Ja, nun habe ich ja die Aufgabe, ausgehend von diesem Rückblick, den Sie dort geleistet haben, so eine Art Blick in die Zukunft zu werfen, da Sie hier mit Ihrem Oberbürgermeister natürlich den Ultra-Experten und Vertreter der Bürgerbeteiligung inklusive all Ihrer kritischen Facetten auf kommunaler Ebene haben, würde ich mir niemals anmaßen, hier für Tübingen oder die Kommunen im Lande jetzt ein konkretes Bild dessen zu entwerfen, wie es denn gehen soll im Einzelnen. Da sind die Kommunen sehr eifersüchtig und die Bürgermeister, Oberbürgermeister, wie Sie wissen, spielen ja in diesem Lande so eine bedeutende Rolle irgendwo zwischen Sonnenkönig und anderem. Deswegen, also das möchte ich nur verabschieden. Also alles, was ich sage, steht unter dem Vorbehalt, dass wir niemand reinreden und schon gar nicht ihren Oberbürgermeister. Nichtsdestotrotz, am Rande, das wird nachher auch nochmal auftauchen, haben wir ja gerade einen etwas schwierigen Versuch zumindest gestartet, bei dem es allerdings schon sein kann, dass wir wie die Teppichvorleger landen, nämlich diese wunderbare Stadt Tübingen auf bessere Weise mit Hilfe der Bürgerbeteiligung an das internationale Schienennetz anzuschließen. Aber das ist mit einem einfachen Bürgerdialog auch nach so vielen Jahren historischer Fehlentwicklungen zum Thema Tübingen auch nicht so einfach. Ja, okay. Gut. Genug gescherzt. Ich redet großenteils frei, ich habe aber auch von meinen sehr guten Mitarbeitern immer Redebausteine und jetzt kommt ein solcher. Lassen Sie mich einen Blick in die Zukunft wagen. Stellen Sie sich einmal vor, wie es in unseren Kommunen und Gemeinden in, hier stand 10, ich schreibe jetzt mal 15 Jahre, was sein könnte. Viele engagierte Bürgerinnen und Bürger in Vereinen und Initiativen sind dem demografischen Wandel entsprechend zu alt geworden, um sich weiterhin für ihr Gemeinwesen zu engagieren. Die Jugend und das Mittelalter bleiben aber zunehmend aus. Sie wollen sich nicht fürs pure Engagement und fürs pure Ehrenamt motivieren.
in der lokalen Public Space Initiative, in der entwicklungspolitischen Initiative. Das ist ganz wichtig. Ich habe gelernt bei meinen Reisen durch das Land zum Thema entwicklungspolitische Leitlinien. Ich wusste gar nicht, dass Baden-Württemberg Entwicklungspolitik betreibt. Wir tun aber viel, und zwar vor allem die Bürger. Es gibt sage und schreibe 1500 entwicklungspolitische Bürgerinitiativen im Lande, die für Afrika, Lateinamerika und Regionen in Asien und so weiter Projekte betreiben, Läden betreiben und so weiter. Also auch zu diesem Thema ein sehr, sehr dichtes Geflecht hochkompetenter und engagierter Leute, die sich häufig diese Art der Entwicklungshilfe auch viel kosten lassen. Und dabei, auch das noch am Rande erwähnt, wenn man so über die Veränderungen nachdenkt, da sind viele aktive, gut integrierte Migranten inzwischen dabei. Also solche Projekte sind oft Orte, in denen unsere hochqualifizierten Doktoranden aus Suriname und Vietnam und so weiter sich mit einbringen. Das Bild auch, dass unsere Migrationsgesellschaft eigentlich nur aus unqualifizierten Leuten besteht, ist ja gerade für Baden-Württemberg überhaupt nicht zutreffend. Also das nur ein Beispiel, wenn man in das Land hineinleuchtet, welche Facetten von Bürgerengagement wir sehen. Also in 15 Jahren, da gibt es im Bereich des Engagements neue Themen und eben auch neue Engagierte neben dem Musikverein und der Feuerwehr und dem Sportverein. Zur Feuerwehr möchte ich sagen, auch da wird wahrscheinlich die Zukunft Veränderungen bringen. Heute sind die ja eigentlich, ich würde mal sagen, in den Dörfern, wo ich jetzt wohne, auf der Höri, die Feuerwehr ersetzt, würde ich mal sagen, weitgehend die Kirche. Zum Beispiel Männer gehen ja überhaupt nicht mehr in die Kirche, nur noch zu Beerdigungen, aber nicht im regelmäßigen Alltag, das ist ganz auffällig. Aber sehr viele Männer sind halt in den Blasmusiken, in den dörflichen und in den Feuerwehren vor allem aktiv. Nun steht aber an, wie unser Innenminister uns mitteilt, dass wir zu neuen Formen kommen müssen, sodass nicht mehr jedes Dorf eine Feuerwehr haben kann. Ja? Und das wird große Umwälzungen bringen, auch in den Formen des Engagements und so weiter. Und auch da möchte ich sagen, bei den Veränderungen, die auf uns zukommen, wird eine große Rolle spielen, dass wir im Land Wanderungsbewegungen haben. Und Baden-Württemberg wird nicht verwüstet wie Brandenburg, aber wir stehen jetzt doch mittendrin rasch in einem Prozess, wo es starke Bevölkerungsverluste in bestimmten ländlichen Regionen, also auch um hier herum, in der Alp und so weiter, geben wird. Allerdings weiter ein mäßiges Wachstum in so exzellenten Regionen wie hier. Und das verlangt auch wieder, dass nicht nur die Verwaltung sich anpasst, sondern dass tatsächlich auch die Frage, was leisten dann die Bürger und wie weit bringen sie sich engagiert ein, ehrenamtlich, aber auch mitredend und mitgestaltend, das wird eine ganz neue Dimension bekommen mit der Alterung, vor allem im dörflichen, aber nicht nur Dorfbereich. Da komme ich auch nochmal drauf zurück. So, mehr denn je reden dann in 15 Jahren alle von noch mehr Bürgerbeteiligung. Naja, wie sieht die Wirklichkeit aus? Sind aus den NIMBYs, also NIMBYs sind die Leute nicht in my backyard, Leute geworden, die erkannt haben, dass es um mehr geht als um my backyard, um meinen Hinterhof? Ist das Thema Gemeinschaft, Gemeinsinn, Und Verantwortung für das Gemeinwesen, hat sich das wieder hochgearbeitet, steht es wieder höher im Kurs, spürt bis dahin die Politik und die Medien, dass Bürgerbeteiligung keinen Machtverlust bedeutet, sondern eine Bereicherung, und wie sieht der Rollenwandel vor allem von Menschen in den Parlamenten aus, also wie haben Sie gelernt umzugehen und in den Verwaltungen mit den neuen und engagierteren Bürgern? Also ich denke mal, das steht hier zwar so als Frage, ich bin aber ganz hoffnungsvoll tatsächlich, ich werde Ihnen gleich schildern, wie wir das anpacken, dass bis in 15 oder 10 Jahren tatsächlich wir schon einen relativ weiten Entwicklungsprozess in den Köpfen von Verwaltungen und auch von Räten durchlaufen haben werden, sodass also dieses Bedrohungsgefühl durch mehr Bürgerbeteiligung hoffentlich nicht mehr so stark ist, wie es im Moment ist. Also für mich ist, ich bin ja neu in dieses Feld jetzt, in diesem Land gekommen, und es ist schon so, dass viele Leute Sorge haben vor direkter Demokratie, darauf kommen wir noch, aber vor allem die Sorge auch, ob diese Bürgerproteste und Bürgerbeteiligungen zu allen möglichen
sinnvoll sind und ob sie nicht alles verlangsamen und ob sie nicht falsche Prioritäten setzen. Das sind doch sehr große Fragen, mit denen ich hoffe, wir in den nächsten Jahren doch viel weiterkommen und wie wir das produktiv bearbeiten können. Ja, also Fragen über Fragen. Und der Kern an unserem Ansatz ist, dass wir sagen, Baden-Württemberg kann wirklich das Ehrenamt, das wurde ja auch angesprochen, und das Engagement sehr gut. Es ist da führend in Deutschland, ein bisschen in Konkurrenz mit Rheinland-Pfalz, da geht es immer so 40%, 41%, 42% der Menschen sind engagiert. Diese Zahlen halte ich übrigens, also da ist nun jeder drin, der irgendwo mal Zungen hat. Ja. Also das halte ich schon für sehr hochgegriffen, aber nichtsdestotrotz ist einfach sehr auffällig, dass dieses Land sehr viele Menschen hat, die sich irgendwo tatsächlich einbringen von der ehrenamtlichen Bewährungshilfe bis eben zum Sportverein, bis zu den vielen Leuten in den Kirchen. Also diesen Bereich können wir schon ganz gut. Die Kirche, die katholische Kirche ist aber auch, würde ich mal sagen, obwohl sie natürlich keine demokratische Institution ist, die sich unseren irgendwie Forderungen oder Intentionen stellen muss, aber sie ist ein gutes Beispiel für diese Krise, die gibt es auch in anderen Trägern, wo viele Menschen sich ehrenamtlich einbringen, gerade auch Frauen in einer Institution, und dann aber an massive Grenzen tatsächlich der Mitbestimmung und Gestaltung stoßen. Da gibt es einfach Dogmen, wo, Sie kennen diese ganze Debatte, die ist ja sehr bitter für viele, wo gewissermaßen das streng zurückgewiesen wird, dass hier von Engagement zur Beteiligung eine Brücke geschlagen wird. Das ist eine der großen Krisen innerhalb der katholischen Kirche. Wir wissen noch gar nicht, wie das ausgeht, aber ich will nur sagen, diese Krise dieser Kirche ist natürlich, was also die Einbeziehung von Frauen und Mitgestaltung angeht, nur ein verschärftes Sinnbild für die Frage auch in vielen anderen Organisationen, wie weit Ehrenamtliche tatsächlich ernst genommen werden, was mitgestalten können. Viele sind allerdings unterwegs, weil sie sonst gar keinen Nachwuchs mehr gewinnen, und junge Leute wollen, wenn sie sich einbringen, die wollen meistens kein Geld, aber sie wollen Wertschätzung und vor allem wollen sie zum Beispiel Zertifikate haben für ihre berufliche Entwicklung, dass ihnen ihr Ehrenamt eben auch anerkannt wird. Das sind also solche Schritte, die haben wir überall. Ja, bei dem ganzen Ansatz von Bürgerbeteiligung geht es eigentlich im Kern um die Frage der Bürgerkompetenz. Können die Bürger überhaupt sinnvoll und Bürgerinnen überhaupt sinnvoll mitreden? Verstehen sie überhaupt genug von diesen hochkomplexen Fragen? Und über viele Jahrzehnte war es ja tatsächlich so, dass ganz, und das war ja niemandes Schuld im Sinne von, dass da jemand sich Böses dabei gedacht hat, dass Planungen im Wesentlichen von Experten durchgeführt wurden und dann in den Räten noch diskutiert und besprochen wurden, dass aber der Gedanke, dass der Alltagsbürger da wirklich substanzielle, wichtige Erfahrungen aus seinem Alltagswissen oder auch aus seinem irgendwie woanders erworbenen Fachwissen beibringen könnte, der war ziemlich fremd. Nun wissen wir aber auch, dass wenn wir zurückblicken über die letzten 60 Jahre dieses Landes, dass nicht alles, was zum Beispiel gebaut und geplant war, wurde schön war, im Rückblick, also ich bin in Pforzheim aufgewachsen, ich bitte Sie, und es war auch nicht alles richtig, wenn wir zum Beispiel die Wasserpolitik anschauen, die Eindämmung der ganzen Flüsse, die jetzt munter wieder, wie Sie wissen, mit großem Aufwand renaturiert werden. Das heißt, es gibt keine Unfehlbarkeit von Experten, und die Grundprämisse ist einfach, dass die Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in diese Dialoge dazu führt, dass gewissermaßen die Planung nicht nur irgendwie akzeptierter, sondern in der Grundtendenz auch klüger wird. Ob das immer und in jedem Falle zutrifft, das sei dahingestellt, aber grundsätzlich ist davon auszugehen, und es zeigen auch viele Erfahrungen, dass man mehr Akzeptanz hat und auch dann oft klügere Entscheidungen fällt, die zumindest nicht wichtige Dimensionen vernachlässigen. Ich habe noch sehr gut im Auge diese ganzen Stadtrandsiedlungen, die damals ohne Kindergärten, wo immer erst gebaut und dann wurde nachgerüstet, oder verkehrliche Anbindungen. Das ist natürlich in Tübingen alles seit Boris Palmer regiert nie passiert, aber es ist doch ein Merkmal in vielen Stadtentwicklungsprojekten gewesen. Also
wieder Dialog Streifen, den berüchtigten. Aber dort war ja einer der wesentlichen Punkte, dass wir versucht haben, mit Anlaufschwierigkeiten, aber dann auch mit Erfolg, sogenannte, man nennt sie jetzt Zufallsbürger, die nennen sich selber Wahlbürger, manche Leute sagen unbescholtene Bürger, weil sie noch nicht in einer Bürgerinitiative tätig sind, ja, also mit einzubinden. Und einer der großen Sorgen war, erstmal kommen die Leute überhaupt, sie sind dann gekommen, aber als sie dann da waren, erhob sich für die Bürgerinitiativen, für die ganzen Menschen, die im Naturschutz und im Verkehrsplanungsbereich schon lange aktiv sind in diesem Bereich der Filtern, die Frage, haben die denn überhaupt, wissen die genug, können wir mit denen vernünftig reden oder sitzen die da nur rum und halten die Debatte zwischen uns, den Experten der Bürgerinitiativen, die wir seit 10 oder 15 Jahren sind, und den Experten der Verwaltung auf. Und dazu noch eine wichtige Funktion, die die Bürger tatsächlich wahrnehmen können und jetzt auch wahrgenommen haben in solchen Situationen. Es haben sich sehr umsichtige, kluge Leute gemeldet, überwiegend interessanterweise Menschen zwischen, ich würde mal sagen, 20 und 50, erwerbstätige Männer und die Hälfte davon Frauen, auch sehr selten. Und die haben vor allem erstmal dazu beigetragen, dass die Verwaltung und die Experten einerseits und die Bürgerinitiativen andererseits mit ihren festgefahrenen Positionen wieder in einen wirklich eindrucksvollen Dialog eingetreten sind. Also wir hatten nicht die Monologe von zwei Seiten, die jeweils schon lange vorher wissen, was sie sagen wollen, sondern wir hatten tatsächlich eine Brücke zwischen denen, die zunächst von unterschiedlichen Positionen ausgingen. Und das ist eine wichtige Funktion, die Bürger einnehmen können, gerade in solchen sehr strittigen Prozessen. Deswegen ja auch im Vorgriff jetzt auch das, was wir tun, das sehen Sie dann im ganzen Land, machen ja auch viele Kommunen heute, solche Dinge, dass man zwar runde Tische macht mit all den bekannten und auch wichtigen Menschen, die sich schon lange engagieren, aber auch so etwas wie sogenannte Bürgerinnenräte, das ist ein Name, der kommt nicht aus der Sowjetunion, sondern aus dem Vorarlberg, ja. Und das sind Leute, die aus dem Melderegister gezogen werden, ähnlich wie jetzt auf den Filtern. Es zeigt sich, dass die normalerweise, wenn sie nicht gerade in die Hölle auf den Filtern müssen, die Leute ganz gerne und leicht sich melden. Und dass solche Gruppen mit guter Einführung und Information, wie gesagt, die tagen dann zwei Tage lang, manchmal auch drei Tage, sehr gute Überlegungen, Vorschläge und Empfehlungen zustande bringen. Dann gibt es noch andere Verfahren, genannt Planungszellen. Das ist alles ähnlich. Also wenn Sie das verfolgen, es gibt jetzt Handbücher mit 140 und ständig wachsenden Angeboten von wie man Moderationen macht oder wie man Menschen beteiligt. Aber der Kern ist immer, hast du einen runden Tisch, hast du Experten und Verwaltung und Politik im Dialog oder bindest du auch andere Bürgerinnen und Bürger ein? Und ich habe gehört, dass hier ja jetzt wieder ein großes Verkehrsprojekt auch ansteht, so hat man mir gesagt, in Tübingen. Ich habe auch gehört, oder, dass der Oberbürgermeister Arnold in Schwäbisch Gmünd seine Tunnel, den berühmten Bad Spencer Tunnel, da gab es diverse Probleme auch der Planung und auch dort wurde jetzt ein großes Bürgerbeteiligungsverfahren durchgeführt, von dem zumindest das Gerücht geht, es bringt sehr gute und nicht sehr, also lösungsorientierte, das ist ja auch der Punkt, Ergebnisse, lösungsorientiert, das nochmal ist natürlich zentral, es geht nicht darum, die Angst besteht auch oft, dass wir jetzt gewissermaßen die Menschen in eine permanente Beteiligung zu allem und jedem schicken wollen und sie immerzu in Versammlungen sitzen müssen und mitplanen, sondern es geht eigentlich darum, dass an bestimmten Punkten, in bestimmten Phasen, zu bestimmten Fragestellungen Menschen eingebunden werden und dass dann, wenn es lange Vorhaben sind, die Verwaltung und die Politik auch Wege finden, so etwas immer wieder auf die Tagesordnung zu bringen, über Beiräte und über Öffentlichkeitsarbeit, weil sonst geht es verloren und vergessen und der nächste Krach ist vorprogrammiert nach 5, 7 oder 10 Jahren. Wer das sehr gut macht und sehr erfolgreich, und das, da bauen wir auch stark drauf, sind eigentlich die Schweizer. Die Schweizer sind nicht unser Vorbild im Hinblick auf Dinge wie Minarettentscheidungen, Umgang mit Minderheiten und diese ganzen Themen des sozialen, der sozialen Transformation. Sie haben ja auch bis heute praktisch
zusammen, dass wenn ich diese Dinge, die die gesellschaftliche Transformation angehen, in die Hände der Bürgerbeteiligung lege, dann sehr häufig die Modernisierung um Jahrzehnte später kommt als anderswo. Was die Schweizer aber wirklich sehr gut und erfolgreich tun, das wissen sie, mit den Bürgern, und zwar mit drastischer, radikaler Bürgerbeteiligung, ist die Verkehrsplanung. In der Schweiz fahren die Züge pünktlich. In der Schweiz wurde durchgesetzt, dass jedes Dorf angeschlossen ist im Stundentakt. In der Schweiz ist die Bahn im Konsens mit diesen sonst sehr geizigen Bürgern gut ausgestattet und weiterhin subventioniert. Kein Mensch träumt dort von Privatisierung, sondern sie wird als Grundmittel des Transportes einfach und damit auch der wirtschaftlichen Erschließung und so weiter betrachtet. Das heißt, es ist ganz sicher so, dass für alles, was mit kluger Planung zusammenhängt, wenn sie rechtzeitig und so weiter kommen, Bürgerbeteiligung sehr gut funktionieren kann. Und natürlich ist ein großer Unterschied, auch das politisch nochmal, zwischen uns und der Schweiz, und das wird es auch vielleicht für immer bleiben, die Schweizer Bürger können über die Haushalte, nicht den Gesamthaushalt, aber die können tatsächlich auch finanzielle Entscheidungen in großem Umfang beeinflussen und sie können sie zurückholen. Wenn ihnen was zu teuer ist, dann machen sie einen Bürgerentscheid und sagen, dieses Geld wird nicht ausgegeben. Und das führt zu deutlich kleineren Rathäusern, Stadthallen und so weiter, ob das gut oder schlecht ist, darüber kann man streiten. Die Schweizer sind also aber da sehr umsichtig mit ihrem Geld. Wie Sie wissen, sind sie auch wenig verschuldet. Und also nur um Ihnen dieses ständige Argument, die Bürger sind eigentlich zu blöd, um mitzureden, das trifft nicht zu. Und es gibt bestimmte Risiken, auf die ich noch einmal eingehen werde. Ja, wichtig ist, Beteiligung gilt heute ja nicht nur für die Politik. Beteiligung ist eigentlich, wenn Sie in die Wirtschaft schauen, jetzt rede ich mal nicht von den Betriebsräten, die Betriebsräte sind irgendwie das Äquivalent zu den Parlamenten, zur Repräsentation, aber kluge Firmen heute haben neben Betriebsräten viele, viele Instrumente, auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu hören, aufzupassen, was sagen die zu einem Produkt, wie steht das am Markt, was haben die für Vorschläge und setzen das auch um. Und das beste Beispiel für Firmen, die das nicht tun und deswegen scheitern, war in letzter Zeit der Schlecker. Der Schlecker ist ein Paradebeispiel für ein Unternehmen, was nicht so sehr kundenunfreundlich wie mitarbeiterunfreundlich war und das vor allem die Mitsprache auf allen Ebenen kategorisch verweigert hat. Und Sie wissen natürlich auch, dass es andere, selbst im Niedriglohnbereich, Ketten gibt wie die D-Mark. Das ist ja kein Hochlohnanbieter, er ist nur relativ fair. So eine Verkäuferin verdient wahrscheinlich trotzdem nicht mehr als 12 Euro in der Stunde, wenn überhaupt. Ist ein Betrieb, der sehr stark von der Mitgestaltung und Einbeziehung des Wissens der Mitarbeiter lebt. Wir glauben also, dass diese Bürgerbeteiligung muss sich und wird sich, wenn wir erfolgreich bleiben wollen, durchziehen durch die Unternehmen, verstärkt. Und natürlich gibt es dann auch die politische Bürgerbeteiligung gegenüber den Banken. Das ist ja gerade, was eingefordert wird, dass eben die sich selbst vergaloppierenden Bankgeschäfte und so weiter doch wieder einer politischen Regulierung unterworfen werden müssen. Also diese Beteiligungsformen und Kontrollformen oder auch im Diskurs stehen und verantwortlich sein, das haben wir im ganzen Wirtschaftsbereich. Und Heiner Geißler sagt ja immer, das kann man nun sehen, wie man will, hinter Stuttgart 21 steckte gar nicht der Bahnhof, sondern die Unzufriedenheit der Leute, dass darüber, dass sie generell auf ihr Leben, auf so große Themen, auch wie was passiert eigentlich mit Europa, was passiert mit unserem Geld, was machen diese Banker im Investmentbereich, dass sie da sehr ohnmächtig sind und dann ihren Frust ganz vehement auf so etwas Anfassbares werfen. Ich denke, da ist was dran. Nun gut, nichtsdestotrotz fangen wir eben auch im Kleinen und bei Bahnhöfen an. Und es geht auch inzwischen, das ist wichtig, ja schon im Kindergarten und in der Kinderkrippe los. Jeder anständige Kindergarten heute hat wirklich aktive Modelle der Partizipation der Kinder. Die werden heute bei uns so unterrichtet, dass sie mit überlegen, was wollen wir spielen, was wollen wir essen, wie sind die Regeln des Zusammenlebens. Und was man da auch sieht, ist, dass Kinder, wenn sie so eingebunden werden, keineswegs nur Pudding und Schokolade essen und verlangen, sondern ganz vernünftig auch gewissermaßen
Entscheidungen treffen über das, was ihnen schmeckt und aber nicht zwingend ungesund ist. Wieder dasselbe Thema, die Unterstellung, Kinder sind unvernünftig und können nichts entscheiden. Sie können vielleicht nicht alles entscheiden, aber sehr wohl mit über ihr Essen. Also wir denken da an alle diese gesellschaftlichen Bereiche, ohne das immer vorzuschreiben, aber zum Beispiel für die Schule bin ich jetzt doch in ziemlich intensiven Debatten mit dem Kultusministerium, dass für die zum Beispiel Auswahl von Gesamtschulen und auch das jetzt sehr heiße Thema regionale Schulentwicklung, das jetzt hochkommt, wir Wege brauchen, dass Eltern und Nutzer dieser Schulen eine starke Mitsprache bekommen und nicht nur die Eltern, die schon in den Schulen sind, es geht ja auch immer um die Eltern, die in den nächsten Jahren Nutzer mit den Kindern dieser Schulen werden. In Nordrhein-Westfalen gibt es ja jetzt auch einen großen, starken Ausbau von Gemeinschaftsschulen und dort ist das dann sehr erfolgreich, eine Elternbefragung der Dritt- und Viertklässler zu ihren Wünschen, Präferenzen, Schul- nach Schultypen und so weiter durchgeführt. Also ich denke, dass wir diese Standards von Bürgerbeteiligung im Bildungsbereich auch brauchen. Dazu jetzt nur eine kleine Provokation. Gerhard Schröder hat mit der Agenda 2010, wie Sie wissen, sehr drastische Sparmaßnahmen durchgesetzt. Wir profitieren, ich glaube, das ist die Einschätzung fast aller, heute sehr stark, abgesehen davon, dass der Geringlohnbereich zu groß geworden ist, aber insgesamt doch sehr stark von dieser restriktiven Politik mit unserer Positionierung. Und gleichzeitig ist er dafür abgewählt worden. Ja, also die SPD hat damals durch diese harte Sparpolitik die Macht verloren. Wie weit es möglich ist, das ist jetzt für die nächsten Jahre eine große Herausforderung für uns und auch mit dem Thema Bürgerbeteiligung, Bürger nicht nur in positive Prozesse einzubinden, wo es was zu verteilen gibt, sondern auch noch mitgehen zu lassen und mit einzubinden, verantwortlich in das, was an großen Spardingen jetzt kommt. Die Baden-Württemberger wollen diese Schuldenbremse. Ich bin da skeptisch, ob sie so sinnvoll ist in der Form, aber sie wollen sie. Sie soll in die Verfassung, 90% der Bevölkerung stimmen dem zu. Jetzt heute wurde erstmalig gesagt, und das ist nur der Anfang, es müssen 10.000 Lehrerstellen gestrichen werden, weil wir sowieso immer weniger Kinder haben, jetzt unabhängig von dem Thema, ob wir mehr Lehrer brauchen oder ob wir sparen müssen, ist natürlich so, wenn ich immer weniger Kinder habe, kann ich auch irgendwann weniger Lehrer haben. Und wir haben einen sehr großen Aufschrei. Wir haben dasselbe Thema bei den Straßen. Wahrheit und Klarheit ist eingekehrt. Es wurde eben gezeigt, dass hunderte von Straßenprojekten einfach nur in der Fantasie vorhanden und niemals durchfinanziert waren. Und jetzt wird also, würde ich mal sagen, in dieser Regierung unter dem Druck eines von der Bevölkerung gewünschten Sparens werden sehr drastische Dinge in fast allen Bereichen geschehen, die zunächst als drastisch empfunden werden. Jetzt sage ich als die Mutter der Bürgerbeteiligung, das wird in vielen Bereichen zwangsweise dazu führen, dass Bürger sich wieder aktivieren müssen. Das kann vielleicht auch Kräfte freisetzen, ist aber ein sehr delikates Spiel und ich weiß nicht, wie es ausgeht. Also im schlimmsten Fall für diese Regierung ist es so, wir sparen das Land gesund und zur Belohnung regieren dann wieder die anderen. Ich weiß es nicht. Ja. Aber jedenfalls wollte ich Ihnen nur sagen, dass noch dieses Thema, wie weit harte Politik mitgetragen wird von Bürgern, wenn sie wirklich mitreden können, ist ungeklärt. Ein Hoffnungsschimmer aus meiner Sicht liegt darin, dass die Griechen, die ja jetzt wirklich, Sie wissen, 30% ihres Gehalts, Rente weg und so weiter, ganz schwere Bürden bekommen haben, trotzdem sich per Wahl jetzt entschieden haben, dieses Regiment weiter zu unterstützen. Also das lässt hoffen, dass es auch unter extrem schwierigen Bedingungen möglich ist. Aber wir wissen auch nicht, welche Rolle dann der Populismus und so weiter spielt. Also wir nur sagen, Bürgerbeteiligung ja, immer wachsend in vielen Punkten, aber es gibt natürlich auch Fragen, wo die Frage im Raume steht, Probleme, Aufgaben, wie weit Bürger das mittragen und wie weit verantwortliche Parteien gewissermaßen im Raum stehen, die gewissermaßen die Beteiligung und von Bürgern in einer verantwortlichen Weise ermuntern. Da haben wir nun das ganz große Problem, beispielhaft zum Thema Europa im Moment.
ich stelle mir ja vor, dass wir durchaus in einigen Jahren, so dachte ich mir, das ist ja auch schon lange auf der Agenda der Grünen und auch der Sozialdemokraten, den Volksentscheid in und auf Bundesebene bekommen sollten, für alle möglichen Themen, also niemals zu so verfassungsrechtlich schwierigen Fragestellungen wie also Rechte von Minderheiten und so weiter. Das wird ja von den Gerichten auch geprüft und in der Regel dann würde es auch nicht zugelassen. Aber zum Beispiel, jetzt stand ja wieder im Raum die Frage, sollen die Deutschen abstimmen dürfen über gewissermaßen die Zukunft Europas und des Euro. Da sage ich, grundsätzlich bin ich der Ansicht, wir müssten so weit kommen, dass so etwas möglich ist in Europa. Im Moment haben wir allerdings das Problem, nach meiner Meinung nicht, dass die Bevölkerung verantwortungslos ist, sondern dass die Politik in fast allen unseren Ländern, aber speziell in Deutschland, ein Doppelspiel getrieben hat. Wir haben enorm profitiert, jedenfalls ist das doch die Ansicht der meisten Experten von diesem Europa und gerade in den letzten Jahren, auch seit der Wiedervereinigung und seit dem Euro. Wir haben enorm profitiert. Die Politik hat aber und andere Leute haben tatsächlich sehr große Probleme bekommen durch die Einführung des Euro, viel mehr als hier. Wir haben unterm Strich profitiert. Das wurde aber nicht kommuniziert. Sondern jetzt wird diese Machtverschiebung und diese mangelnde Balance dargestellt als die Tüchtigkeit jedes einzelnen Tübingers versus die Faulheit jedes einzelnen Athenas, während dahinter ja steht eine strukturelle Verschiebung. Und damit haben wir jetzt, glaube ich, eine Verantwortungskette, die von der Politik ausgeht, die Europa viel unpopulärer gemacht hat, als es sein müsste hier. Und wenn ich in so eine aufgeheizte Situation mit Volksentscheiden gehe, habe ich natürlich große Risiken. Und solche Risiken soll man nicht herunterspielen, wenn jetzt wirklich der Euro ins Wanken gerät oder so. Wir wissen ja gar nicht, wie so ein Szenario aussähe. Und wir wissen aber natürlich schon, dass ein Volksentscheid in Deutschland zum Beispiel, der negativ ausginge für Europa, hat Folgen nicht nur für unsere schrumpfenden 80 Millionen, sondern für 500 Millionen Menschen. Also ich will nur sagen, der Weg zu mehr Bürgerbeteiligung auf gesamtstaatlicher und europäischer Ebene, der muss wohl bedacht sein. Dennoch sind wir der Ansicht, dass er langfristig dazugehört und dass die Europäer auch gewissermaßen zusammenwachsen müssen über solche Instrumente, wo die Politik und die Menschen sich gemeinsam zu dieser europäischen Idee bekennen müssen, die jetzt gerade, ja, zertrümmert ist sie noch nicht, aber doch sehr, sehr angeknackst ist, durch die Verschiebungen, die wir gerade haben. Gut, so viel zur großen Politik. Jetzt noch ein paar Punkte dazu, wie wir das konkret jetzt anpacken. Was mache ich, was tun wir in unserer Werkstatt der Bürgerbeteiligung? Es gibt zwei praktische Achsen. Die eine bearbeite ich selbst, die andere das Parlament. Die ich bearbeite, ist im Wesentlichen alles, was sich um das Thema Leitfaden und Qualifizierung dreht. Der Leitfaden ist eine Art Handreichung und Regelwerk für die Verwaltung in Baden-Württemberg. Ich hielt den Begriff Leitfaden lange für einen sehr bürokratischen und unerotischen Begriff, bis mir jemand kürzlich sagte, der Begriff Leitfaden kommt von dem Mythos der Ariadne mit dem Liebesfaden im Labyrinth. Ja? Und seither denke ich, das ist eigentlich ganz gut, der Leitfaden wird also durch die Labyrinthe auch der Beteiligung und der klugen Entscheidungen führen. Und es ist so, es gibt viele Leitfäden auch auf kommunaler Ebene. Was wir versuchen gerade ist, zusammen mit den, nicht nur mit Experten, sondern vor allem mit den Regierungspräsidien, Landratsämtern und so weiter auf Landesebene, Ministerien, ein Regelwerk zu entwickeln, was funktioniert, was umsetzbar ist, was aber gewissermaßen parallel läuft auch zu dem Ziel, das wir haben, dass auf Landesebene modernste Planungsrecht und bürgerbeteiligungsorientierteste Planungsrecht innerhalb der deutschen Staaten zu bekommen. Das wollen wir jetzt Schritt für Schritt mit mehreren Beteiligungstiefen, da gibt es dann noch wieder Gremien mit Bürgerinnen und Bürgern und Initiativen und jetzt gerade mit der Verwaltung selbst. Das ist der eine Teil. Die Qualifizierung ist für mich mit das Wichtigste. Da habe ich auch schon einen großen Schritt vorwärts, finde ich, in Gang gesetzt. Die
Hochschulen des Landes, die Verwaltungshochschulen, jetzt Hochschulen genannt, Kehl und Ludwigsburg, und dazu die sogenannte Führungsakademie des Landes, haben sich auf den Weg gemacht, Bürgerbeteiligung ganz konkret, ganz massiv in ihre Verwaltungsstudien einzubauen. Und sie bieten ab diesem Herbst sogenannte Kontaktstudiengänge an und haben dabei so revolutionäre Dinge getan, wie dass sie die Dozenten gemeinsam einkaufen und Lehrgänge hochschulübergreifend machen. Sie wissen, im Hochschulbereich ist das nicht so einfach. Und also das denke ich, ist ein großes Ziel. Und als Ausblick habe ich sowas wie eine School of Governance im Kopf, wo wir ein Netzwerk rund um diese Ausbildungs- und Forschungsstrukturen herum bauen, die es schon gibt, die das Thema Demokratie, wie funktioniert die eigentlich, wohin geht die, wie lehrt man sie und wie bringt man sie auch in die anderen Hochschulen. Sprich, es müssten eigentlich zum Beispiel alle Landschaftsplaner, alle Architekten, alle Hoch- und Tiefbauingenieure, abgesehen von Juristen und so weiter, tatsächlich auch damit vertraut werden, wie funktioniert dieses Thema Beteiligung, warum ist es wichtig, wie agieren Wirtschaft und Staat und Bürger miteinander und Verwaltung. All diese Dinge lernen die Leute im Beruf und sie lernen sie ad hoc und sie lernen sie nicht systematisch. Das muss einfach Kern des Ausbildungsalphabets werden, weil es auf alle Menschen, also die in solchen Positionen und Jobs tätig sind, nicht nur in der Verwaltung zukommt. Also die Qualifizierung, auch in Zusammenarbeit mit der Landesstiftung für Bürgerinnen und Bürger, für solche Moderationsverfahren, aber speziell auch für die Beamtinnen und Beamten als Fortbildung, als Ausbildung, das ist ein wichtiger Baustein. Der Leitfaden ist der andere Baustein. Das andere große Paket ist alles mit der direkten Demokratie zusammen. Da möchte ich Ihnen verraten, wir haben einen Koalitionsvertrag, in dem stehen viele kecke Dinge. Da steht drin, wir werden die Landräte direkt wählen. Ich weiß nicht, ob das kommt. Da steht auch drin, wir werden in die Bauleitplanung wieder einbeziehen, in die Gemeindeordnung. Ich hoffe, dass das kommt. Es ist strittig. Die Koalitionspartner ringen da miteinander. Und unsere sozialdemokratischen Koalitionspartner sehen nicht alles genauso, wie es im Koalitionsvertrag steht. Egal. Es wird jetzt dann irgendwann ein Gesetzentwurf herausgehen, und in dem es darum geht, die Hürden für Bürgerbegehren zu senken, die Fristen zu senken. Wir sind da nicht an der Schweiz, sondern an Bayern orientiert. So weit werden wir allerdings, glaube ich, nicht kommen. Weil in Bayern regiert die CSU und bei uns regiert Grün-Rot, und wir kommen nicht so weit wie die CSU in diesem Thema, aus vielen komplexen Gründen. Das Thema Verfassungsänderung, Volksentscheid, das Sie vielleicht noch interessiert nach der Volksabstimmung, das ist so, dass ich hoffe, dass wir da eine Einigung mit der jetzigen Opposition, sprich der FDP und der CDU, hinbekommen, dass das Quorum von jetzt 33%, die sind praktisch nicht zu durchbrechen. Ein Quorum von 33% ist nicht politisch behandelbar. Darum gibt es ja auch ja keine Volksabstimmungen. Und es wurde auch beim letzten Jahr nicht gerissen. Also, dass man da runtergeht, es stand bei der CDU 25% im Raum. Wir aus vielen Gründen sind wir der Ansicht, dass es nicht über 20 auf keinen Fall liegen sollte. Die meisten Bundesländer, das müssen Sie wissen, sind auf dem Weg nach unten, und Bayern und Hessen haben gar kein Quorum mehr. Und das ist eine komplizierte Debatte, aber unterm Strich kann man sagen, ein niedriges Quorum führt nicht zu den oft befürchteten Verzerrungen. Umgekehrt gibt es bei höheren Quoren oft Anreize, nicht wählen zu gehen und so weiter. Ein kleiner Hinweis für Sie nochmal zu dem Quorum. Die größte Volksbegehren, das es je gab, Volksentscheid in Deutschland, war 1923, angestrengt von den Kommunisten, Sozialdemokraten und dem ganzen linken Gesindel. Da ging es um die Enteignung der Fürsten. Und die hatten damals eine sehr hohe Wahlbeteiligung und hatten, glaube ich, auch ganz mehrheitlich, es war die höchste Zustimmung, die jemals ein Volksentscheid hatte. Aber auch er ist an einem, glaube ich, 50% Zustimmungsquorum gescheitert und damit verworfen worden. Also mit Quoren wurden auch schon viele Bürgerwünsche ausgehebelt. Eine größere Zustimmung gab es nie, das finde ich interessant, das haben wir einfach vergessen, das ist heute ja nicht vorstellbar. Unseren armen Adel in seinen Restbeständen würde heute niemand mehr enteignen wollen, fast niemand mehr.
Also ich glaube, ich finde es auch ein Lieblingskind der guten Presse. Gut, wir haben diese Baustelle. Wir haben noch eine, die vielleicht interessant ist. Das ist das ganze Thema Transparenz und Internet. Hier sind viele Menschen, die nicht mehr 25 sind. Aber die junge Generation fordert doch sehr heftig ein in Form nicht nur der Piraten, dass die Dinge öffentlicher zugänglich sind. Viele Kommunen stellen schon sehr viele Materialien sehr breit zur Verfügung. Es ist keineswegs so, dass dann alle Bürger sich im Internet tummeln und ununterbrochen sagen, was sie richtig finden. Es ist aber schon so, dass es bestimmte Gruppen gibt, die das erwarten als Dienstleistung und die sich da auch qualifiziert äußern. Und infolgedessen werden wir also dieses Thema, das nennt man Open Data, da ist Baden-Württemberg auch bundesweit führend tätig mit dem Innenministerium, dass die vielen Daten, die es im Lande gibt, gut aufbereitet werden. Denn Daten, die keiner lesen kann, mit denen keiner umgehen kann, mit denen können auch Elterninitiativen, Gesundheitsinitiativen, Naturschützer nichts anfangen. Also das ist eine ganz große Bewegung, die ist auf Jahrzehnte angelegt, die kostet auch Geld und Ressourcen. Aber das ist unterwegs und wenn die Piraten denn ein Programm hätten, ein konkretes, weil sie sprechen ja immer nur von Transparenz, sind sehr viele Dinge, die da geplant sind, bis hin zu diesem Informationsfreiheitsgesetz und einem Transparenzgesetz. Das Transparenzgesetz dient dazu, dass Verträge von öffentlichen Händen mit Privatinvestoren offengelegt werden. Also das wären so die Punkte, die dann in den Programmen auch der Piraten stehen würden. Die setzen wir eigentlich alle schon in Ansätzen um. Nicht wegen der Piraten, sondern weil es grundsätzlich tatsächlich Themen sind, die in weiten Teilen der Bevölkerung da sind, die auch alles effektivieren und gewissermaßen natürlich auch Abläufe aus Sicht der Verwaltung erleichtern. Der größte Wandel, und damit möchte ich jetzt mal Schluss machen, der Demokratie seit und der Entwicklung der Gesellschaft seit der Aufklärung, sagt der Historiker Paul Nolte, ist nach seiner Ansicht schon diese ganze Digitalisierung, die schnelle Zugänglichkeit von Informationen und deswegen auch der Wunsch von Bürgern, ganz schnell immer Reaktionen zu haben, weil sie ja sonst auch immer ganz schnell auf Klick und Antwort bekommen. Das ist natürlich häufig gar nicht realisierbar, auch nicht mit den personellen Ressourcen von Verwaltungen. Aber ein Stück in diese Richtung zu gehen, also die Bürger werden immer mehr, davon kann man schon ausgehen, einfach und bestimmte Gruppen unter ihnen werden mehr wissen und mehr mitreden wollen und erwarten einfach, dass das Wissen ihnen auch leicht zugänglich gemacht wird. Und da sind ja jetzt doch sehr viele dabei, auch über, also dass die Planungen kommen ins Internet und dann werden solche Konsultationsverfahren gemacht. Das wird bei uns auch in Form einer sogenannten Beteiligungsplattform jetzt passieren. Das heißt, alle wichtigen Gesetze, da ist es noch strittig, was ist wichtig, also die Ministerien müssen es ja auch leisten können, werden eingestellt werden, so wie bei Hearings, damit die Menschen sie kommentieren können. Das sind dann auch die Verbände und die Experten, aber eben auch die Normalbürger. Ein wichtiges Feld, in dem das ganze Thema jetzt hochkochen wird in den nächsten 2-3 Jahren, ist der Netzausbau. Jetzt kommen die großen Trassen nach Baden-Württemberg herein. Das sind im Moment noch nicht definiert, das ist so nett wie bei der Bahnplanung. Also man hat jetzt so grob definierte Areale, in denen diese Elektrotrassen für die Starkstromleitungen verlaufen müssen. Und wird jetzt die Frage sein, wie sind da die Bürger eingebunden, wie kommen die Informationen herein, was sind die Berechnungsgrundlagen und so weiter. Das ist ein großes Anwendungsfeld. So. Jetzt habe ich Sie einmal querbeet durch dieses große Feld geführt. Ich darf Ihnen mitteilen, dass ich genau 5 Personen habe, um das Land in diesen Dingen voranzutreiben. Das ist natürlich noch gar kein Maßstab gemessen, ein großer Stab. Aber was doch wirklich wahr ist, ist Folgendes. Wir haben in der Regierungserklärung steht drin, dass die Staatsrätin, das ist ja immer, das ist ein Ehrenamt, es ist auch zeitlich, denke ich, befristet, also nicht jetzt, das steht nicht drin, aber meistens sind die Staatsräte in ihrer Funktion und Thematik 1 oder 2 Legislaturperioden. Also es wird da keine Behörde draus gemacht. Diese Aufgabenstellung muss in die Ressorts hinein und wird vielleicht am Schluss
Abschluss noch bei einem Staat in Umwelt- oder sonstigen Ministerium mitliegen. Ich bin sehr positiv überrascht, wie stark die Häuser mitgehen und selber Initiativen entwickeln und sagen, was immer sie planen, ein Beispiel Nationalpark Nordschwarzwald, das haben Sie vielleicht gehört, wo der Alexander Bonte extrem umfängliche Beteiligungsdinge ausprobiert, was nicht so einfach ist, denn die Sägeindustrie im Nordschwarzwald fährt auf wie im Amazonas, also wirklich mit sehr viel Geld und sehr viel Propaganda und sehr viel fehlgeleiteten Informationen. Nichtsdestotrotz werden also dort große Bürgerbeteiligungsverfahren durchgeführt und das geht für alle Häuser. Da, jetzt als allerletztes beim Nationalpark, zeigt sich natürlich ein zentrales auch Problem, ein Dilemma manchmal oder eine Fragestellung bei der Demokratie, das heißt, wer stimmt ab? Die unmittelbaren Anrainer, dieser 10 Quadratkilometer, die Dörfer dort, die Regierung, der Regierungsbezirk, die Landkreise, das Land Baden-Württemberg oder, da es ja ein Nationalpark ist, die Bundesrepublik. Ja. Und zurückzugehen zu unseren 60 Jahren Geschichte, so etwas ist ja nicht unwichtig, denn Sie alle wissen noch gut, und ich hatte mir das nie klar gemacht, denn ich war in einem Elternhaus, bin ich aufgewachsen, in dem die Vereinigung dieses Landes völlig unstrittig war. Erinnern Sie sich, meine Eltern waren Immigranten, sie waren keine Flüchtlinge, aber die Flüchtlinge waren das Zünglein an der Waage für die Vereinigung des Landes und für die Vergewaltigung von Südbaden damals, die niemals zugestimmt hätten. Dieser Volksentscheid beruhte darauf, dass man konstruierte eine Region, in der drei damals Gebiete eine Region überstimmen konnten. Das war ein schwerer Prozess, es war wahrscheinlich ein richtiger Prozess und auch das wieder ein Dilemma für die Bürgerbeteiligung. Damals war es nicht akzeptiert, Jahre später, in den 70er Jahren, war es wohl akzeptiert. Und es wird immer wieder Punkte geben, wo politische Führung auch unpopuläre Dinge durchsetzen wird